Hallo, da steht der neue Gaming-PC. Jetzt ja, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ist ein i5 1260 drin, eine AMD Radeon RX 6600 XT. Also das ist so ein ja, ganz solides Full-HD-Gerät und wir wollen mal schauen, ob ich den tatsächlich ein bisschen effizienter machen kann, als er jetzt so läuft. Also hier kannst du mit Full-HD auch ja, die aktuellen Spiele spielen, das ist alles kein Problem. Ich habe mal den Standard genommen, die Radeon-Software und habe hier eine automatische Übertaktung der GPU vorgenommen. Und wir schauen jetzt mal, wie viel das Ding so ungefähr verbraucht, wenn ich hier 3D-Mark durchlaufen lasse. Und danach bauen wir den so um, dass er hoffentlich deutlich weniger Strom verbraucht bei annähernd der gleichen Spieleleistung. Ein respektables Ergebnis. Wir sind über dem Durchschnitt für Grafikkarte und CPU. Ja, gut, nur ein paar Promille, aber immerhin. Also das heißt tatsächlich auch mit QHD-Auflösung sind hier die allermeisten Spiele ganz problemlos spielbar. Was sagt der? 35, oder gehen wir mal auf Full HD. Also auch da bist du im komplett spielbaren Bereich, selbst für die neuesten Sachen. Nehmen wir mal noch Fortnite, das sollte hoffentlich ja irgendwo jenseits von allem liegen. Gut, gehen wir wieder hier drauf, das ist am sinnvollsten. Also, ja, System funktioniert so. Und jetzt bauen wir diesen ganzen Rechner. Was heißt, bauen wir ihn um? Wir gehen ins BIOS und dann auch in die AMD Radeon Software und gucken mal, wie viel Strom sich sparen lässt, ohne allzu viel Gaming-Performance zu verlieren. Also klar, BIOS, je nachdem, das ist hier Asus, da ist mit entfernen, ansonsten hast du noch mit F1, F2, F10 die Möglichkeit da reinzukommen. So. Das allererste, das ist relativ prominent immer und wundert mich, dass es bei vielen Systemen einfach mal nicht auf Power Saving steht, das gesamte Tuning. Und jetzt gehen wir aber noch in den Advanced Mode und da hast du, das ist hier in diesem Bereich bei Asus, und wir gehen mal in die interne CPU Power Management. Und dann hast du hier solche Sachen, ja, genau. Der darf für kurze Zeit 165 Watt aufnehmen, der gute Prozessor. Und das ändern wir einfach mal in 35 Watt. Ja, nicht erschrecken. Und hier unten genauso, das Short-Term Power Limit, also das sind nur für, das sind Bruchteile von Millisekunden, dass der sogar über 200 Watt aufnehmen darf, ändern wir einfach mal in 45 Watt. So, jetzt haben wir sozusagen den Energiesparmodus eingestellt. Und tatsächlich auch hier das Power Limit von 165 auf 35 gesetzt. F10. Ja, hat es akzeptiert. Powermodus geändert. Wunderbar. Und ja, dann akzeptieren wir das. Das war schon mal ja, Schritt 1. Das ändert übrigens an der Leistungsfähigkeit des Prozessors im Normalfall fast nichts. Außer wenn du natürlich irgendwelche Sachen verschlüsseln willst, verpacken willst, dann könnte es ein paar Sekunden länger dauern. Aber das System ist natürlich noch ganz frisch, deshalb geht es ja alles auch relativ schnell. Und jetzt schauen wir noch mal in die AMD Radeon Software. Wieder sind wir hier in dieser
eine Konfigurationsmöglichkeit, wo du verschiedene Sachen anpassen kannst, wie den, ja, kannst auf Standard gehen, logischerweise. Du kannst Underwarding machen, das funktioniert ebenfalls. Ganz okay, da lässt sich ein bisschen Strom sparen. Am besten geht es natürlich manuell. So, und da habe ich auch schon mal eins vorbereitet. Das öffnen wir direkt mal. Natürlich, ich greife hier manuell ein und dann hast du, also hier links bei der erweiterten Steuerung kannst du tatsächlich einstellen, wie viel Spannung zugeführt werden soll. Er empfiehlt 1125, ich bin auf 1085 runtergegangen und die maximale Taktfrequenz kannst du ebenfalls absenken. Je weiter die Taktfrequenz absenkst, umso mehr Spannung musst du ihm höchstwahrscheinlich wieder geben. Und also beides kann man absenken, aber alles mit Vorsicht zu genießen. Die Grafikkarte muss natürlich weiterhin solide funktionieren. Das Leistungstuning hier mit dem Stromverbrauch, den man absenken kann, hat nicht funktioniert. Da stürzt alles ab. Wichtig ist, dass du, wenn du das eingestellt hast, entweder hier diesen Stresstest durchführst oder, das funktioniert ebenfalls, einfach 3D-Mark ausführst. Das gibt es ja kostenlos. Der prüft dann ebenfalls alles durch und wenn das Programm abstürzt, dann musst du da nochmal ran. Also mit diesen 1085 Millivolt und den 1385 Megahertz, 2385 Megahertz, das hat tatsächlich gut funktioniert. Ich habe ein bisschen rumprobiert und jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Strom das Ding verbraucht mit all diesen neuen Einstellungen, die tatsächlich innerhalb von ein paar Minuten gemacht sind. Das Ergebnis, wir sind ungefähr 7% schlechter, 8% schlechter. Das ist allerdings immer eine Momentaufnahme, also beim letzten Versuch waren es nur 6% Unterschied. CPU-Score habe ich ganz schön gedrückt, aber wie du siehst, die Spielebewertung bleibt immer noch dieselbe. Und was bei dem Strom auffällig war, es waren 20-25% weniger. Wo hier der Wert auf 250 hochgegangen ist, war er jetzt bei 180-190 Watt. Das sind 20, 25, teilweise 30% beim CPU-Test weniger Stromverbrauch bei annähernd gleicher Spieleleistung. Das heißt, und du hast natürlich noch den weiteren Vorteil, das System spart nicht nur Strom, das System bleibt kühler, das System bleibt leiser und damit halten die Komponenten tatsächlich auch länger, was jetzt eigentlich, ich will es hoffen, kein ausschlaggebendes Argument ist, weil die Komponenten auch so im Normalbetrieb ordentlich stabil funktionieren, aber du kannst eine ganze Menge rausholen mit relativ einfachen Kniffen. Das dauert ein paar Minuten und gerade im Sommer oder generell, wenn du wirklich sagst, ich möchte hier 25% weniger Strom mit der Kiste verbrauchen, ohne dass mein Spielerlebnis eingeschränkt wird, sind das ein paar gute Sachen. Du kannst den Stromverbrauch der CPU begrenzen, du kannst tatsächlich die Taktrate der Grafikkarte effektiv nach unten setzen. Du kannst den Stromverbrauch nach unten setzen. Das gelingt mit der Radeon-Software von AMD. Das gelingt unter anderem auch, wenn du eine Nvidia-Karte hast, mit dem MSI Afterburner. Das ist im Grunde genau eine vergleichbare Oberfläche mit vergleichbaren Zugriffen. Dann kannst du das mit einer Nvidia-Grafikkarte genauso machen. Ja, also da lässt sich eine Menge sparen oder in die Gegenrichtung natürlich auch noch rausholen. Ich bin dann eher doch für das Sparsame und dann trotzdem schön spielen. Dann bis zum nächsten Mal.